Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3, kommentiert von Ramsgirata. Wir sind jetzt das letzte Mal stehen geblieben, nachdem wir scheußliche Nachrichten erhalten haben. Unser Papa ist weg. Und Jonas ist tot. Und jetzt suchen die nach uns und wollen uns auch umbringen oder irgendwie sowas. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier ganz dringend weg. Vorher schnell speichern wir aber mal und nehmen alles mit, was wir nehmen können. Einfach nur alles einsammeln. Man könnte es ja brauchen. Luftgewehr, Munition, Erste-Hilfe-Kasten. Kuschel-Teddy. Raus hier. Mal ein bisschen schleichen, wenn die wirklich nach uns suchen. Bleiben Sie sofort stehen! Geht noch mehr Kakerlaken. Okay. Der will uns eins über die Rübe braten. Das können wir nicht zulassen. Wir verstecken uns. Okay, wir verstecken uns vor dem. Machen Sie mir das ab! Wie sind wir im Darmklo? Oh, tut mir leid. Ich kann's nicht glauben, Jonas. Hier sind wir. Sie müssen mir helfen! Meine Mutter ist mit den Red-Kakerlaken da drin eingeschlossen! Wie jetzt? Butch bittet mich um Hilfe. Wenn du bloß wüsstest, was Ironie bedeutet. Ja, ich bitte dich. Na und? Er weiß es nicht. Hör zu, tut mir leid, wie ich dich behandelt habe. Aber du weißt doch, dass ich es nicht ernst gemeint habe, oder? Ja. Aber es ist doch meine Mom. Du kannst sie doch nicht einfach da drin bei den Red-Kakerlaken lassen. Ach, na gut, ich werde dir helfen, aber ich mach's für deine Mutti, nicht für dich. Okay. Mir egal warum. Hol sie einfach da raus. Okay. Wir sind ein guter Mensch. Wir können einfach eine Frau in Nöten nicht so einfach in Nöten sein lassen. Red-Kakerlaken sind's und ich will sie nicht mit dem, ich will sie nicht verletzen, indem ich jetzt die Pistole rausnehme. Das heißt, wir nehmen den Baseballschläger und kloppen damit die Red-Kakerlaken. So, nächste. Eine ist noch übrig. Oh, die wird schwer zu treffen sein, aber wir schaffen das schon. Oh ja, gerade am Kopf vorbei. Auf den Kopf der Red-Kakerlake. Sehr gut. Oh Gott, ich könnte jetzt... Wir haben es geschafft! Meiner Mutter wird nichts passieren! Sie sind der beste Freund, den ich je hatte, Mann! Hey, ich weiß ja, dass es nicht viel ist, aber ich will Ihnen meine Tunnelschlangenjacke schenken. Na los, nehmen Sie sie schon! Danke, Mann. Gebrauchen. Die werden wir uns gleich mal anziehen, denn... Diese Dinger, diese Lederjacken, sind extrem... Ha! Ups, sorry, das wollte ich gar nicht. Diese Jacken sind extrem... Wie kann man sich denn selbst angucken? Ah, so ging das. Diese Jacken sind unglaublich widerstandsfähig. Okay. Wir sind allerdings leider immer noch ein gesuchter Verbrecher. Zumindest laut Definition des Aufsehers. Jetzt hab ich's. Oh, ich renne. Dass du früher oder ich will hier echt nicht. Würdest. Das war noch nicht alles, da kommt noch mehr. Oh! Ich will hier aber echt nicht Leute umbringen, die eigentlich nur Befehle befolgen, auch wenn es die Befehle von einem Bösewicht sind. Ich werde mich hier einfach verstecken und hoffen, dass der... Ich habe mich übersieht. Bitte, bitte geh weg. Ich will dich nicht töten. Was ist los? Ist er... Entschuldigung. Oma Taylor? Oh nein, das tut mir so leid. Das waren wahrscheinlich die Kakerlaken. Oh nein, Officer Candle? Ich war es zumindest nicht. Tut mir leid, dass ich dich jetzt ausziehe, aber... So eine Rüstung kann man brauchen. Wir müssen zum Atrium, aber fix. Wir müssen hier raus. Nein, nein! Sind noch mehr. Aber wir müssen hier durch. Wir müssen hier durch. Ha! Flammenwerfer? Andy! Andy Man ist cool, man. Oh Mann, ich glaube, ich hab was an meinem Schuh. Warten Sie, junger Herr. Ich will nur kurz mit Ihnen reden. Sie können von Glück reden, dass ich es war, der Sie gefunden hat. Die anderen sind nicht so nachsichtig. Ich weiß nicht, was Sie vorhaben und ich will es auch nicht wissen. Verschwinden Sie einfach von hier, dann werde ich so tun, als hätte ich Sie nie gesehen. Danke, Officer Gomez. Ich konnte Sie schon immer gut leiden. Das stimmt so und er ist wirklich ein guter Mensch. Es ist eine echte Schande, dass es dazu gekommen ist. Ich kann einfach nicht glauben, was Sie Jonas angetan haben. Officer Mack ist völlig ausgerastet.
Aber Sie sind echt in Ordnung. Das haben Sie wirklich nicht verdient. Gehen Sie und suchen Sie Ihren Vater, wenn Sie können. Außerordentlich über unser Wiedersehen. Ich vermute, die Suche... Sie sind derjenige, nach dem alle suchen, nicht wahr? Na, es geht mich ja nichts an. Der Vater hat sich immer gut um uns gekümmert. Er ist wohl nach oben gegangen, um frische Luft zu schnappen. Das war ganz schön eng dort für Andy und mich. Gut, dass er so gerne Kakerlaken rüstet. Diese dreckigen Kakerlaken haben meinen Schaltkreis. Halten Sie einfach still. Der linke Stabilisator hat sich durch einen Schlag gelockert. Andy ist sowas von cool. Ich halte still. Es sind Ihre alten, zittrigen Hände, die wackeln. So, aber... Wenn Sie sich weiter so drehen, werde ich noch Ihr Gehäuse beschädigen. Wir sind jetzt hier in der ehemaligen Krankenstation und... Oh, sieht das hier aus. Andy, jetzt halt doch mal den Rand. Ich versuche hier was zu kommentieren. Wackelpuppe Medizin. Sie haben eine Vault-Tec Limited Edition Wackelpuppe gefunden. Die Inschrift auf dem Sockel lautet, der Schlaue weiß, dass ein Verband die Wunden nur verbirgt. Die Fähigkeit in der Medizin wurde dauerhaft um 10 Punkte erhöht. So, und jetzt Andy hält jetzt mal die Klappe. So, ja, Wackelpuppen. Es gibt im Spiel Wackelpuppen, die man finden kann. Und dann werden die Fähigkeiten erhöht. Mit 10 Punkte, die normalen Fähigkeiten und die Attribute, wenn man eine findet, jeweils um 1. So, das war es eigentlich schon, was ich gucken wollte. Sie nicht so eine Zimperlese, okay. Nur noch ein paar Na nur, ein eingerahmtes Zitat. Dahinter muss ein Safe sein oder so. Na gut. Ich hab's fast Gibt's hier noch irgendwas, geschafft. Was wir mitnehmen können? Ne, null. Ich glaube, Sie haben es nur noch schlimmer gemacht. Sollte ich das nicht lieber selbst machen? Nicht. Ja, ach, Andy. Ich habe das Problem gefunden. Na gut, wir büchsen aus ins Vault 101 Atrium. Wir könnten einfach in unsere Quartiere zurückkehren. Das ist unsere einzige Chance, klar? Wir verschwinden von hier, genau wie der Doktor. Ich werde nicht zulassen, dass uns jemand aufhält. Ich bin's, Tom Holden. Seien Sie vorsichtig. Nein. Tom, nein! Aber das ist unsere einzige Chance. Unsere einzige Chance hier, wenn die sich um die kümmern, dann verpieseln wir uns. Und zwar sowas von Flix. Da lassen wir uns auch nicht von irgendwelchen Red-Kakerlaken aufhalten. Nein, wir rennen um unser Leben. Sie, das ist Ihr Fehler. Sie und Ihr blöder Vater. Er musste unbedingt abhauen, nicht wahr? Nein, wir werden nicht einfach irgendwelche Leute, die uns nichts getan haben, ausrauben. Hilfe! Red Kakerlaken. Okay. Aber wir wissen ja aus Erfahrung, ein Schlag reicht, um die Dinger zu töten. Das heißt, wir planen mal so, dass wir nur einen Schlag pro Kakerlake haben. Ach ja, übrigens, wie viele Aktionen man in diesem Batz-Modus ausführen kann, das hängt auch davon ab, wie viele Aktionspunkte man hat. Aber wir müssen hier trotzdem jetzt weg. So. Sei vernünftig, Amata. Officer Mac mag das ja gefallen, aber mir gefällt's überhaupt nicht. Sag uns, wo dein Freund ist. Wir müssen mit ihm reden. Er ist mein Freund. Oh nein. Ich habe mir Sorgen um ihn gemacht. Was hat er überhaupt mit dieser ganzen Sache zu tun? Amata ist sowas von loyal. Das ist... Wow, das ist eine echte Freundin. Aber er dann nicht. Ja! Officer Hannon. Ich will ihm nichts tun. Paul Hannon war bei diesem ganzen Mobbing-Geschichte nur ein Mitläufer. Ich will ihm nichts tun. Ich versuche hier wegzurennen. Ich versuche es... Bist du bereit, mir zu erzählen, wo dein Kumpel hin ist? Dann brauchen wir hier nicht weiterzumachen. Ich glaube, das bringt nichts wegzurennen. Wenn du glaubst, dass ich ihn verrate, dann kennst du mich nicht sehr gut. Liebling, warum bist du so dick? Das war noch nicht alles, da kommt noch mehr. Will ich nicht, dass man dir weh tut. Doch steht meine Pflicht der Vault gegenüber... Die haben Jonas getötet. Die werden mich auch töten, wenn ich es zulasse. Es tut mir leid, Hannon. Es tut mir wirklich leid. Das reicht, Officer. Bist du bereit, mir zu erzählen, wo dein Kumpel... Können wir ihn nicht nur betäuben oder sowas? Aber wir haben keine Betäubungswaffe oder sowas. Es tut mir leid, Hannon. Es tut mir wirklich leid. Verzeih mir. So, Hannon. Wir können es später vielleicht brauchen. Immer nachgegeben, Amata. Vorsichtig vorbei. Und jetzt hast du meine Nachsicht ausgenutzt. Fahren Sie fort, Officer. Sie müssen noch etwas. Dieser Aufseher ist echt krank. Jonas! Brillennotiz von Papa Stimpak. Nein, wir werden Jonas definitiv nicht seine Brille und seinen Kittel abnehmen. Wir lassen ihm seine Würde. Wir packen allerdings alles andere ein, was hier noch so rumliegt. Wir können es und wir werden es brauchen. Und um die Notiz von Papa können wir auch noch lesen. Wenn wir hier raus sind und wenn wir nicht mehr in absoluter Gefahr schweben, sofort über Haufen geschossen zu werden. Das ist Amatas
Wir klauen nicht ihre Sachen, nur ihre Haarklammern. Genau genommen klauen wir es nicht. Amata hätte sie uns gegeben. Wow. Okay. Das hier klauen wir auch nicht, sondern das nehmen wir nur, damit er es nicht auf uns verwendet. Und den Büroschlüssel des Aufsehers habe ich jetzt mal absichtlich nicht mitgenommen, damit ich euch gleich mal zeigen kann, wie man Schlösser und sowas knackt. So, hier haben wir nämlich... Ja, man, ihr könnt es auch da lesen, aber ich erkläre es euch lieber. Also, man hat hier diese Haarklammer, die kann man mit der Maus drehen und dann kann man das Schloss drehen. Und die Haarklammer hält es aus, wenn man ein paar Mal daneben liegt. Allerdings nicht oft, wie man eben gesehen hat. Genau, aber jetzt ist geknackt. Wir machen die Tür allerdings hinter uns zu. Damit wir hier nicht in den Rücken gefallen werden. Spind. Nehmen wir. Nehmen wir. Terminal des Aufsehers. Gibt es noch irgendwas hier? Nein. So, Sicherheitsdossiers ansehen. Die Tunnelschlangen. Wenn Butch und sein in Leder gekleideter Verbrecher Amata noch einmal ansprechen, bekommen sie Ärger, mehr Ärger als nur mit ihrem Lehrer. Ihre Dienste waren zugegebenermaßen gesehentlich nützlich, doch langsam werden sie unbeherrschbar. Wenn Hunde wild werden, muss man sie erschießen. Das werde ich bei Butch bei unserem nächsten Treffen in Erinnerung rufen. So ein Idiot. So ein Hund, dieser Aufseher. Beatrice. Das braucht Vault 101 nur wirklich nicht. Eine zerstreute, sexuell verklemmte Speicheleckerin. Beatrice hat uns jahrelang gute Dienste erwiesen, aber langsam weicht ihr Geist auf. Ich muss mich mal mit dem braven Doktor unterhalten, ob wir langfristig eine pharmazeutische Lösung finden können. Vielleicht können wir ihr das Leben angenehm machen und sie ruhig halten, bis sie uns verlässt. Jonas. Ich hätte James nie Jonas als Assistenten zuweisen dürfen. Jonas ist viel zu sehr Idealist, als gut für ihn ist. Jetzt verbringt er jede wache Stunde mit dem braven Doktor, der seine Ohren begeistert mit noch mehr idealistischem Unsinn füllt. Ich habe mir überlegt, ob ich ihn neu zuweisen soll, aber Jonas ist selbst ein guter Arzt und ihn für die Wartungsarbeiten abzusetzen, wäre eine Ressourcenverschwendung. Amata? Wann immer ich versuche, Amata dazu zu bringen, sich zu öffnen, weist sie mich immer mehr ab. Seit ihrer Kindheit versuche ich, ihr all die Eigenschaften dazu bringen, die die Board zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Treue, Ehrlichkeit, Engagement und harte Arbeit. Natürlich bemühen sie sich mit viel Anleitung, sie ist beachtliche junge Frau, bla bla bla. Aufseher, aber sie sieht sie nur nur als Aufseher und nicht als Vater, Menschenskinder. Vorlesen ist nicht das, was ich stark bin drin. Ah! Verzeihung. Späherberichte. Unsere Tests legen nahe unmittelbare Umgebung der Vault nicht mehr gefährlich verstrahlt. Das ist gut zu wissen, wenn wir jetzt gerade ausbrechen wollen. Obwohl die Hintergrundstrahlung weiterhin weit über die unentdeckliche Strahlenbelastung liegt. Okay. Redex-Vorräte. Redex ist was, womit man sich selbst gegen Strahlung schützen oder Strahlung reduzieren kann. Ich weiß nicht mehr genau. Okay. Wer will, kann das ja lesen. Es gibt eine Siedlung in der Nähe namens Megaton. Ich werde das so machen. Okay, Ödland der Hauptstadt genannt, Washington DC. Da befinden wir uns in der Gegend um Washington DC. Megaton ist eine Art befestigter Vorposten der Zivilisation. Dennoch scheinen gigantische Ameisen in dieser neuen Welt noch die geringste Gefahr darzustellen. Also es ist gefährlich, wir müssen aufpassen. Louis und Agnes sind als Botschafter in Megaton geblieben, um weitere Informationen zu sammeln, bis wir zurück können. Also war die Vault doch nicht immer abgeschlossen. Okay, dieses Beweisstück, eine riesige Ameise. Nächstes Beweisstück. Uiuiui, sieht aus wie irgendwas von Menschen gebaut. Ja, mal zu Terminals. Ich werde es so machen. Wenn es irgendwas Wichtiges ist, werde ich es vorlesen. Wenn es irgendwas halbwegs Wichtiges ist, werde ich es überfliegen und erzählen. Und wenn irgendwas nicht wichtig ist, dann werde ich es wahrscheinlich einfach links liegen lassen oder durchscrollen. Vault-Tec-Anleitung. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich lasse es mal, dann könnt ihr es lesen. Dr. Stanislaus Braun. Aber merkt euch mal den Namen. Anhang A. So, dann noch sowas wie, was GEEK heißt. Naja, das ist alles zu hoch für uns. Wir gehen zurück, öffnen den Tunnel und verpieseln uns aus dieser Welt. Nicht aus dieser Welt, sondern aus dieser Vault. Hey, das ist genial gemacht. Aber egal, wie genial das gemacht das ist, wir müssen hier schleunigst weg. So, ab durch die Wartungsgänge. Hallo. Schalter aktivieren. Wow, eine Geheimtür. Das
Das ist ja genial. Das ist die Tür der Vault. Aha. Was gibt hier? Ah, okay. Eröffnet die Vault-Tür. Holt den Aufseher. Diese Tür muss geöffnet werden. Oh. Sofort! Amata! Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffen würde. Mein Vater... Ja, Offizier Mac. Ich habe Ihnen nichts verraten, das schwöre Danke, ich. Danke, Amata. Als die Warnsirenen zu heulen begannen, rannten alle raus. Das bist sicher du gewesen. Wie ich sehe, hast du die Tür aufgekriegt. Das ist gut. Tut mir leid, Amata, aber ich konnte dir nicht helfen. Sie hat mich getötet. Du hast recht. Ich verstehe. Es war verrückt von mir zu denken, dass du sie aufhalten könntest. Das Wichtigste ist, dass du es geschafft hast. Du hast die Tür geöffnet. Du solltest mit mir kommen. Hier zu bleiben ist zu gefährlich. Mach dir keine Sorgen um mich. Was immer auch passiert, bin ich sicher in geringerer Gefahr als du. Das mag stimmen, ja. Keine Ahnung, was da draußen auf dich wartet. Geh schon, bevor jemand kommt. Such deinen Papa. Ich werde dich vermissen. Du warst ein guter Kumpel für mich. Da ist er! Wow! Mach ihn fertig! Ich brauche Hilfe hier! Amata, flieh! Schlag gefällig! Ich bin nicht. Ich wusste, dass Verrückte rauszugehen. Auftauchen wird. Oh! Hilfe hier! Ist Amata weg? Amata ist weg, jetzt können wir fliehen. Die folgen uns nicht. Aber ich habe noch so lange gewartet, bis Amata weg war. Damit die ihr nichts tun. Sie sollte jetzt genügend Zeit gehabt haben. Okay, Vault 101. Unser Zuhause. Es ist nicht mehr unser Zuhause. Wir können nie wieder wahrscheinlich dorthin zurück. Ne, da ist da geht nichts. Ich warne dich nicht noch einmal. Verschwinde. Hey! Ich warne dich nicht noch einmal. Amata! Geht nicht. Bis gleich. So Leute, hier bin ich wieder. Ich hab noch mal den Spielstand geladen, weil ich nicht zulassen kann, dass die hier Amata töten. Das ging einfach nicht. Mach den fertig. Wir müssen Amata verteidigen. Amata ist die beste Freundin, die wir je hatten. Und wir können nicht zulassen, dass diese bösen Menschen Amata töten. Böser Offizier Park. Hör auf! Hör auf, Amata zu töten. Bitte, ich bitte dich. Waren das vorhin nicht vier? Amata geht's gut. Hier ist keiner mehr. Oh, Amata, bleib pass vorsichtig. Pass bloß auf. Geh schnell, bevor der Sicherheitsdienst kommt. Sei da draußen vorsichtig. Ich muss noch gucken, ob hier noch Leute sind, die dich töten wollen, Amata. Nein? Okay, aber wir nehmen mal eben noch das Dings hier mit. Okay, alles nehmen. Wir beschützen unsere Freundin. Keine Bewegung, verdammt! Wie ich's doch wusste. Hier kommen immer mehr böse Leute. Wir müssen aber Amata beschützen. Officer Richards, Officer Mac, Officer O'Brien, es tut mir leid, Leute. Ich habe versucht, niemanden hier zu Schaden kommen zu lassen, aber sie lassen mir keine Wahl. Gut. Okay, jetzt sieht man's, wir haben unsere Aktionspunkte komplett... Amata! Pass doch auf! Wir haben unsere Aktionspunkte komplett zerschleudert. Sorry, Officer Dingsbums. Ja, schicken wir ihn noch ins Reich der Träume. Officer O'Brien. Wo war Officer O'Brien? Jetzt hätte ich nicht versuchen sollen, abzuhauen.
Ich wusste, dass du früher oder später auftauchen würdest. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Amata ist in Sicherheit, oder? Ja, Amata ist in Sicherheit. Wieso müssen sie es immer auf die schwere Art? Sorry Leute. Kleiner Punk. Es geht mir nur um Amata. Amata hat uns das Leben gerettet. Wir können sie nicht zulassen, dass Amata jetzt zum Kanonenfutter wird. Ergib dich, Menschenskinder. Ergib dich. So, aber wo wir gerade mal hier sind, können wir auch noch möglichst viel Zeugs mitnehmen, was uns in irgendeiner Form vielleicht mal nützlich werden kann. Einfach alles einsammeln. Zum Aussortieren ist später immer noch Zeit, wenn wir irgendwo... Wenn Amata jetzt hier weg ist... Amata ist nicht weg. Die kommt hier wahrscheinlich nicht weg. Es sind wahrscheinlich irgendwelche Türen versiegelt. Na, man kann die Tür auch aufmachen. Ja, okay, wir versuchen Amata so gut wie möglich einzuschließen und zu schützen. Ich erzähle dir gar nicht. Und tu bloß nicht so, als ob dir das alles hier keinen Spaß macht, Papa. Du bist krank. Ihr redet wahrscheinlich gerade über Funk mit ihm. Dein Kumpel geht sowieso nirgends hin. Noch einmal. Lass mich gehen und lass Amata in Ruhe. Ich warne dich. Lass Amata in Ruhe. Ich bin nicht so verrückt, da rauszugehen. Behalten Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Behalten Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Okay, er ist uns nicht mehr gegenüber feindlich gesinnt. Amata ist halbwegs sicher. Ich warne dich nicht noch einmal. Verschwinde. Hey! Wo? Na, schlag gefällig! Zurückbleiben! Okay. Amata! Okay. Man muss es Amata zugutehalten. Das ist jetzt nicht ihr Fehler. Das ist der Fehler der KI. Na, aber wenigstens ist er jetzt keine Gefahr mehr für Amata. Geh schnell, bevor der Sicherheitsdienst kommt. Sei da draußen vorsichtig. Tschüss, liebe Freundin. So, jetzt haben wir mal Zeit, uns das hier durchzulesen. Let us in! Das lese ich nicht vor. Help us. And we're dying. Ciao, Amata. Ward 101. Aber wenigstens ist Amata sicher. Wir gehen ins Ödland. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, all das zu bearbeiten, aber ich muss sagen, dass ich relativ glücklich damit war. Herzlich willkommen im Ödland der Hauptstadt. Ja, jetzt hat sich eine riesengroße Spielwelt hier uns geöffnet. Und ja, wir gucken uns eben mal noch unseren Levelaufstieg an, was wir hier machen können. Und danach können wir all das erkunden und unseren Papa versuchen zu finden. So, Sprache mache ich mal zu 35 hoch. Schleichen ist halbwegs wichtig. Kleine Waffen ist auch halbwegs wichtig, erstmal zu 20. Wissenschaft ist schon relativ hoch. Reparieren machen wir es mal zu 25 erstmal. Medizin auch zu 35. Dietrich. 34. Na gut, lassen wir es mal so. Weiter. Und jetzt können wir noch spezielle Extras auswählen, die uns besondere Sachen verleihen. Zum Beispiel Dieb. Mit dem weiteren extra Dieb kriegen wir Bonus auf Schleichen und Dietrich. Heller Kopf, dasselbe in grün.
Erfahrungspunkte, 10% zu ihren gesamten Erfahrungspunkten hinzuaddiert. Das ist eigentlich eine gute Sache. Dann gibt es noch mehrere Ränge davon, wo es immer mehr ist, wo man immer schneller Levelaufstiege hochsteigt. Allerdings werde ich das nicht nehmen, denn es gibt in dem Spiel eine maximale Levelanzahl. Und wenn man auf dem maximalen Level ist, dann nützt einem so ein Levelanstiegsbonus rein gar nichts mehr. Intensives Training, da können wir jedem beliebigen Special-Attribut einen einzelnen Punkt hinzufügen. Ladykiller, im Kampf fügen sie weiblichen Gegnern 10% mehr Schaden zu. Außerdem bieten sich manchmal einzigartige Gesprächsoptionen im Umgang mit weiblichen Spielern. Personen. Little League-Spieler, Bonus für Nahkampf und Sprengstoff. Sprengstoff? Vatersöhnchen für Wissenschaft und Medizin und Waffenfreak für Waffen, kleine Waffen und reparieren. Wir nehmen das intensive Training und packen den Punkt auf Intelligenz. So haben wir nämlich bei allen zukünftigen Levelaufstiegen mehr Punkte, die wir verteilen können. Okay. Und jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen, was wir hier machen werden. Nach Pit. Es gibt Berichte über einen neuen Funkspruch, der im Ödland der Hauptstadt ausgestrahlt wird. Es scheint sich bei dieser Übertragung um eine Art Notruf zu handeln, bei dem abgesehen von dem Standort und dem Namen des Senders nur sehr wenig Informationen übermittelt werden. Warners Notrufsignal erfasst und wir haben eine neue Aufgabe nach Pit. Point Lookout, ein Flussschiff mit Handelswaren von den fernen Halbinsel Point Lookout, hat in der Mündung des Pontomac angelegt. Der Captain bietet jedem Söldner, Schatzsucher oder Abenteurer, der das neue Land erkunden will, eine Passage an. Notizen hinzugefügt, Point Lookout, und wir haben einheimische Eigenarten als Aufgabe hinzugefügt. Jetzt müssen noch zwei so eine Dings kommen, so eine Meldung kommen, denn ich kann es ja gleich erzählen, während wir auf die anderen Meldungen warten. Ist das Hauptspiel und dann gibt es 4 Erweiterungen und die sind hier schon dabei und melden sich gerade alle an. Im Ödland der Hauptstadt wurde ein neues Funksignal erfasst, es ist zwar unverständlich, klingt aber bedrohlich. Und Broken Steel wurde geladen. Eine Obergrenze wurde auf 30 erhöht. Und ich glaube... Nein, es sind 5 Erweiterungspacks und eins müsste noch kommen. Na, komm schon. Genau. Im Ödland der Hauptstadt wurde ein neuer Funkspruch empfangen. Es klingt wie ein Notruf, scheint aber nur für bestimmte Ohren bestimmt zu sein. Okay. Und wir sind gerade bei einem Scenic Overlook. Und der ist wirklich scenic. Ich kann es ja mal ein bisschen erklären, was man da in der Entfernung sieht. Das dort ist Megaton. Und das ist jetzt auch gar nicht gespoilert, weil das hätte man aus den Notizen, die im Computer des Aufsehers waren, auch schon rauslesen können. Das da hinten, das ist das Kapitol, glaube ich. Da, wo der amerikanische Kongress und sowas drin ist. Das dort ist das Washington Monument, eine riesige Sehenswürdigkeit in Washington DC. Gibt's sonst noch irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder so gerade zu sehen? Eigentlich nicht. Das heißt, wir können uns mal auf die Spur machen und so langsam aber sicher sie alles erkunden. Eigentlich gehen wir mal nicht den direkten Weg zu Megaton, denn da unten habe ich eine kleine Stadt entdeckt, ein Vorort. Und da wollen wir doch mal erstmal gucken, ob wir dort irgendwas von Interesse finden oder irgendwas, was uns weiterhilft. Jet, Psycho und Splittergranaten nehmen wir mal alles mit. Jet und Psycho, das sind Sachen, die einen positive, kurzzeitige Boni verlangen. Also verleihen ungefähr sowas wie Stimulantien in anderen Spielen. Hier gibt es einen Schrank. Haarklammern sind immer perfekt. Ja, das lassen wir mal da. Wir sind keine Säufer. Wir brauchen keinen Alkohol. So. Oh, hier ist der... Briefkasten schon umgefallen, ist aber auch leer. Ich finde es immer super in Spielen, wo einem angezeigt wird, wenn Sachen leer sind. So. Okay, weiter geht's. Nach einem kleinen Schnitt. Genau, wo sind wir hier? Wir sind beim Briefkästen plündern und oh, hier gibt's viel drin. Da gab's eben etwas namens Plungilismus aktuell. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ist bestimmt bei Hilfe. Cognac der Barbar, Nahkampfwaffen um 1 erhöht und Plungilismus aktuell ist nämlich sowas genau dasselbe. Es gibt nämlich hier Bücher und Magazine, die man lesen kann, wo einem dann die Fähigkeiten verbessert werden. Und das ist extrem nett, deswegen nehmen wir sowas natürlich sehr gerne an. So. Hier gibt es noch einen Briefkasten. Okay, Maske und Negligé. Okay, das ist jetzt... Ich sag mal so, Negligé ist jetzt nicht das passende Outfit, um das Ödland der Hauptstadt zu erkunden. Da geht's auch noch lang, aber das ist ein bisschen zu
weit weg, da gehen wir mal noch nicht hin. Nein, wir gehen nach Megaton, denn ja, das ist ja scheinbar der nächste Außenposten der Zivilisation. Und wir gucken mal, ob wir dort Hinweise auf den Verbleib von unserem Papi finden. So, eine Sache ist noch vielleicht zu erwähnen. In dem Spiel, es ist ein Rollenspiel. Und in vielen Rollenspielen, gibt es Geld. Eigentlich in den meisten. Und in diesem Spiel hier heißt die Währung Kronkorken. Ja, das ist kein blöder Name für eine Währung, sondern das ist der richtige Name für die Währung, weil es eben Kronkorken sind. Na gut, lassen wir das. Da ist zwar das Schild nach Megaton, aber wir gehen mal querfeldein. Wir sind Abenteurer. Und sehen uns mal an, was uns in Megaton so erwartet. Zwischendurch durchlöchern wir aber noch dieses Board dort. Und so grüne Modderpampe. Ah! Hier werden wir verstrahlt. Genau. Wie gesagt, diese Welt ist durch einen Atomkrieg zerstört. Und das hat Spuren hinterlassen. Und wenn wir zum Beispiel in so ein verstrahltes Wasser stellen, dann werden wir auch mit verstrahlt. Ist dann dort oben so eine Anzeige in der Ecke. Und wenn wir zu sehr verstrahlt sind, also es gibt immer weitere Mali, zum Beispiel auch Attribute und all sowas. Und wenn wir dann viel zu sehr verstrahlt sind, dann sterben wir. Bitte, bitte helfen Sie mir. Ich brauche Wasser. Ich sterbe. Was für Wasser? Ich trinke die ganze Zeit schon diese verstrahlte Scheiße. Ich kann nicht mehr. Ich muss sofort kotzen. Ich brauche aufbereitetes Wasser. Bitte! Okay, hier nehmen Sie. Sie meinen, Sie wollen nichts dafür? Ich habe keine Kronkorken, gar nichts. Ich kann es einfach so haben? Gratis? Ja. Wasser. Wertvolles Wasser. Danke. Sie sind ein Engel. Nee, das sind wir nicht. Wir sind ein ganz normaler... Ah, Mensch! So, wir gehen jetzt nicht in die Brass Lantern, sondern wir gucken uns vorher mal nach... wir holen uns vorher noch was. Und zwar weiß ich noch, wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal gespielt, ist ein bisschen länger her, aber wie gesagt, es ist extrem nah dran, mein Lieblingsspiel zu sein. Und dementsprechend weiß ich ziemlich viel in dem Spiel. Zum Beispiel auch, dass es hier in der Nähe ein Versteck gibt, wo nützliches Zeug drin ist. Und das wollen wir uns natürlich besorgen. Deswegen... Wow! Killerratten! Also Maulwurfsratten! Und deswegen, bevor wir jetzt noch in die Stadt gehen, werden wir uns erstmal dieses Zeugs hier holen. Eigentlich ist es in irgendeinem ausgehöhlten Stein. Ich weiß nicht in welchem. Sieht alles so... Ja. Wie sagt man schön, diese Steine gleichen einander wie ein Ei dem anderen, oder in dem Fall ein Stein dem anderen. Allerdings war es ein bisschen weiter weg. So, jetzt können wir langsam mal anfangen, die Augen auf so. Da! Da ist es. Wow! Bissiger Hund. Wir machen mal den Watz an und naja. Der bissige Hund ist jetzt ein sehr toter Hund. Na, wir suchen mal weiter. So, irgendwo muss das blöde Ding doch hier sein. Das ist es nicht. Habe ich tatsächlich vergessen? Das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ich weiß, dass es hier ist. Irgendwo. Eigentlich denke ich zu wissen, dass wir schon zu weit sind. Oder kann auch sein, dass wir noch nicht zu weit sind, weil ich kann mich daran erinnern, dass man mehrmals an Maulwurfsratten vorbei musste. Legen wir die Pistole weg. Das sieht aber echt schon viel zu weit aus. Das war bei... war einem der kleineren Steine da vorne. Das wäre doof, hier rauf zu gehen. Da müssen wir außen rumrennen. Ich glaube, das war bei einem der kleineren Steine. Wenn ich es jetzt nicht finde, dann lassen wir es links liegen. Aber ein bisschen suche ich noch. Bum, 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 bum. Nichts. Absolut gar nichts. Absolut noch gar nichts. Und noch gar nichts. Nee, das war hier nicht. Das war bei den kleineren Steinen. So viel weiß ich noch. Das hier sind kleinere Steine, aber auch schon, ist auch schon wieder zu felsig, Leute. Und zu Maulwurfsrattig. So, die Maulwurfsratte wird kurz ins Land der Träume noch geschickt. Noch zwei Schüsse. So, das war's. Und
Es war relativ nah noch bei der Stadt dran. So viel weiß ich noch. Was hier vielleicht? Nö. War das hier? Nö. War das hier? Ich glaube, hier in der Gegend war es irgendwo. War das noch näher an der Stadt dran? Naja. Wo ist dieser blöde, ausgehöhlte Stein, nach dem ich suche? Das war... Ich glaube, es muss doch hier irgendwo sein. Sorry, Leute, das wird jetzt langsam peinlich. Aber ich bin mir doch so sicher. Nee, das war noch ein bisschen weiter weg. Man ist hier lang gegangen, hat die ersten Mauerwurfsratten erledigt, dann auch noch die bissigen Hunde, die vorbeikommen und einen ans Leder wollen. Komm schon, du Bösewicht. Also, böse Viecht. Oh oh, einen Lebenspunkt hat er noch übrig. Na, komm schon, ab ins Reich der Träume mit dir, du Ausgeburt des Scheusals. Und dann musste man hier schon die Augen offen halten. Hier komplett, da war es gleich. So, ich glaube, es war hier irgendwo. Dann ist man hier mal hier hochgegangen, hat hier geguckt. Da war's! Da war's! Da! So, wir haben hier ein Schreckenschützengewehr, Munition, Stealth Boy, Stimpaks und noch eine Notiz. So. Und das reicht eigentlich für diese Folge. Ich muss sagen, es ist auch ein relativ guter Cliffhanger, sich in die... das nächste Mal dann in die große Stadt zu begeben. Aber wir stellen uns noch schön vor den Eingang. Und dann können wir uns langsam aufmachen. Auf die Suche nach unserem Papi. So. Wir gehen noch kurz zu dem Roboterviecht. Na? Was hast du eigentlich da oben in deiner Glühkuppel drin? Na los, zeig schon. Einen angenehmen Aufenthalt. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen, das war Let's Play Fallout 3, kommentiert von Ramsgirata, bis dann.